Gefühlloser Streicher, Frisurenfail, schwere Persönlichkeitsstörung, Rosendieb. Vorname? Nils. Noch irgendein Name? Nö. Geburtsort? Holzwickede. Holzwickede? Mhm. Wo ist das? Bei Unna. Instrument? Viola, Ratsche. Mhm. Lieblingstorte? Sacher. Hier ist der Vorwurf Frisuren-Fail. Schneidest du denn diese Strubbelfriese mit dieser Gartenschere, die du immer im Ratschenkasten dabei hast? Naja, das geht am besten und dann sind auch die Spitzen besonders glatt. Mhm. Mhm. Ja, man sieht es halt hier so, also klar, es ist immer irgendwie so ein bisschen undefiniert, würde ich sagen. Ach so, findest du, es sollte entweder unordentlicher oder entweder ordentlicher sein? Es ist unentschieden. Ah, ich verstehe. Nee, das ist natürlich ein falsches Image. Gut, danke für den Hinweis. Bitte. Nächster Vorwurf, Laberlehrer. Das ist als Beweismittel aus einem Café. Mhm. Einige offene Rechnungen noch, also Kaffee, Cappuccino, Tagesgericht, heiße Schokolade, Torte, Kuchen. Kann es sein, dass du mit deinen Studenten lieber Kaffee trinken gehst, als wirklich Unterricht zu geben? Aber ich sehe da ja jetzt überhaupt keinen Namen. Also, woher wir wissen auch aus sicherer Quelle, dass auch in den Stunden selber, wenn sie dann mal nicht im Café sind, mehr gelabert wird als gespielt. Willst du damit deine pädagogische Unkenntnis überspielen? Erklär mir doch mal. Gib mir mal, hast du mal ein Streichinstrument gespielt? Nee. Nee? Klavier? Ja. Okay, also Handgelenk hoch, dann federt das hier nach, jetzt sind die Finger in Position und mit dem schweren Arm, dann bist du zack in den, siehst du, ich meine, wenn man den Ablauf erklären will, muss man ein bisschen sprechen. Freier Atem, freundliches Gesicht, das können wir noch üben. Ja, also zum Beispiel. Ja, und dann, ah ja. Und die ist schon viel besser geworden. Ja. Deswegen manchmal muss man auch ein bisschen labern. Ja, sehe ich ein. Aber ist Gesicht so wichtig? Also viele Interpreten sind ja kaum anzusehen. Naja, ich weiß, ich mache auch meine Grammatikmasse. Nee, aber zum Beispiel muss man die hier, also wenn ich jetzt mache, ich denke, dann klappt es eigentlich eher nicht. Ich kenne einen russischen Geigenlehrer, der unterrichtet das für die dramatischen Stellen zum Instrument und hier so und für die lyrischen Stellen andersrum, die Wange rauf und lächeln. Ja, du hast es auch drauf, habe ich. Ja, voll, oder? Ja. Das hat mich jetzt überzeugt. Nächster Vorwurf, Rosendieb. Du schneidest fremde Rosen ab, nimmst sie nach Hause mit, machst daraus Stecklinge und pflanzt sie ein. Wie viele Rosen hast du schon auf dem Gewissen? Das ist sehr schwer zu sagen, weil ich auch wieder welche verschenkt habe. Also ich gebe auch zurück. Also im Garten habe ich ungefähr 200 Stück. Davon habe ich aber auch ziemlich viele gekauft. Ziemlich viele gekauft? Und du hast 200 verschiedene Rosen? Ja. Wir möchten jetzt mal testen, ob du wirklich ein Rosenfreund und Kenner bist. Wir werden dir jetzt die Augen verbinden und dann musst du riechen, welche Blume, die wir dir unter die Nase halten, ist eine Rose. Okay. Und welche nicht. Okay. So, hier sind dann die Blumen und hier ist die erste Blume. Bitte nur riechen. Ich versuche da möglichst nah ran. Rose, ja oder nein? Nein. Richtig. Das war's? Ich habe keine Ahnung. Okay. Nee. Ja, ist gut. Das waren zwei Würste. Oh Gott.
So, nächste. Es riecht gar nichts. Moment. Also ich riech nichts. Na gut. Also, und jetzt kommt nochmal eine vierte Möglichkeit. Ich riech nichts. Ich glaube, die Wurst hat alle. Die Wurst hat alles. Das waren jetzt die Rosen, oder wie? Na, die dritte war die Rose. Ist es eher, ja, ihr dürft halt keine moderne aus dem Blumenladen nehmen. Es müssen halt alte historische Sorten sein, die duften auch. Alte historische Sorten? Ja. Aha. Diese, die wir so kennen, mit dem langen Stiel und dann diesen kelchförmigen Blättern und so geschlossen. Mhm. Die kommen von der Teerose und die wurden so hochgezüchtet, dass die den Duft verloren haben. Kann ich die mal sehen? Ja, bitte, nimm doch mal das Tuch ab. Das hier? Ja, eben. Das kann man ja vergessen. Nächster Vorwurf, Nils. Gefühlloser Streicher. Dir fällt Pathos sehr schwer, hast du selber gesagt. Dir reicht es also, gefühllos deine Stücke runterzuschrubben? Nein, ich finde, es gibt außer Pathos doch noch ganz viele. Es gibt Zärtlichkeit und es gibt Dolche und Hysterie kann ich sehr gut zum Beispiel. Hysterie, das, ja, das ist so. Damit bin ich top. Okay. Ja. Auch im Alltag oder? Verweigere ich die Aussage. Mhm. Ist dann das gesamte romantische Repertoire für dich eigentlich tabu, wenn Pathos nicht dabei sein darf? Nee, ich finde jetzt zum Beispiel Schumann finde ich halt gar kein Pathos in dem Sinne. Ich meine mehr so Rachmaninoff-Pathos, aber ich bin ja auch kein Pianist, das ist nicht so schlimm. Bei Bratsche braucht man das nicht so oft. Du sagst auch, sehr virtuose Stücke befremden dich manchmal und auch frohe, elegante, luftige Sachen. Was kannst du dann überhaupt noch spielen, frage ich mir. Was bleibt noch übrig? Alles, was böse ist. Also nur böses Repertoire? Ja. Nächster Vorwurf, unzuverlässig. Nils, Kommunikation mit dir treibt deine Mitmenschen meistens in die Weißglut. Zum Beispiel, wenn du Mails und SMS einfach partout nicht beantwortest. Das stimmt. Ich bin da ziemlich nervig. Also wenn man mich erreichen will und ich habe keine Lust, dann will die ich einfach nicht. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja, vielleicht, wenn ich das ändern will, dann wird sich das bestimmt ändern. Aber nein, ich gebe mir Mühe, aber manchmal dann habe ich keine Lust mehr. Nils, wir kommen zum letzten Teil unseres Verhörs, ja. Dem Kreuzverhör. Oh Gott. Bist du die Anne-Sophie Mutter der Bratsche oder ist Anne-Sophie Mutter der Nils Mönkemeyer der Geige? Ich glaube, Anne-Sophie Mutter würde sehr schön Bratsche spielen. Zukunftsperspektive. Manager von Rammstein oder von Lady Gaga? Oh, Lady Gaga. Bratschenklang. Kastrierter Frosch oder Dieselgeige? Kastrierter Frosch. Gut, vielen Dank. Kommt jetzt die Auswertung. Ja, also repertoiremäßig, Hysterie und Böse, ja, sind die Schlagwörter, was hier noch übrig bleibt. Er hat sehr viele Rosen schon auf dem Gewissen, sowohl geklaut als auch irgendwie, naja. Da hat er ja nicht so wirklich überzeugt. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, es ist Zeit, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Kann ich die Bratsche mit in die Zelle nehmen? Ja, das. Dann müssen wir schauen, dass wir dann noch so eine extra Gummizelle entwickeln. Die Tür muss halt dicht sein. Die muss dicht sein. Komm mal mit. Dann geht's jetzt in die Zelle. So, da bitte.